Zwei Hamburger in Düsseldorf, das kriegen wir schon hin. Das fühlt sich ja echt an, wie gerade so geschnitten. Zu der Angela Hanna. Ja, in der Nähe. Ja, genau, wir müssen das beobachten hier. So, ich bin jetzt bei der Angela Wadenpohl und die hat uns etwas mitgebracht. Da habe ich wirklich zuerst, ehrlich gesagt, ja, also was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört. Ein Deo fürs Gesicht, worauf Sie mir ja sofort gesagt haben, der Renner bei QVC. Der absolute Renner, vor allen Dingen, wenn nicht jetzt, wann sonst? Ja, dann wüsste ich es auch nicht mehr. Also jetzt braucht man es wirklich. Aber ich habe das zum Beispiel da auch. Ne? Also so hier im Nacken, überall, wo der Haaransatz ist, empfehle ich das immer. Ne? Und das ist super. Das ist, und es gibt manche Frauen, die benutzen den Deo-Stift wirklich 2 Tage hintereinander und danach brauchen sie nur noch einmal die Woche anwenden, weil die Wirkung ist auch lang anhalt, so nicht unters Gesicht. Das finde ich auch wie tolles Produkt. Vielen, vielen Dank, liebe Angela. Gerne. So, ich gehe jetzt mal rüber zum Boris. Dagmar, komm zu mir. Ich mag dieses Deo wirklich sehr, sehr gerne, weil es wird, du schwitzt einfach auch weniger damit. Moment, ich muss in Fernsehgeschwindigkeit rübergehen. Slow Motion, ich rede schneller, dann wirkt das Nein, das durfte ich nicht, weil dann würde die Kamera nicht so schnell. So, war gut? War gut. Erinnert mich an Baywatch. Ich habe hier drunter auch meinen roten Badeanzug. Okay. Machen wir dann noch Baywatch? So, Nina Taylor ist bei uns. Ja, und wenn die bei uns ist, geht es um Leighton Denny. Ich habe eben schon voller Stolz dem Boris erzählt, ich dachte, wäre eine Neuigkeit, dass sie ja schon mal bei der Queen waren. Und dann sagte er, das wüsste er. Das ist wieder ein Mann und eine Frau. Ne? Eine Frau liebt und sieht das Detail. Das ist... Das ist ein ich sage, das können, Jungs, das können Jungs wunderbar auftragen, auch ohne dass es unmännlich wirkt. Es ist kein Parfumduft. Nein. Nein. Wieder versöhnt, wunderbar. Also, wir haben das Illuminating... Fernsehgeschwindigkeit. Oh, jetzt Ihr machen wisst, wir... wie das geht, ne? Baywatch-Style, ja? Ja, Boris, ich bin auch damit aufgewachsen. Zeitlupe. Aufstehen und in Zeitlupe. Okay. Ich hoffe, wir können noch die Demo machen. Wir haben ganz viel Zeit. Wir haben ganz viel Zeit. So. So. Also, ich will jetzt kurz mal zeigen. Das sind die besten Strumpfhosen, die es gibt, oder? Auf jeden Fall. Ich habe fast nur Falke. Ja. Ja. Und Wohlfort, aber meistens Falke. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Nina, wir sitzen jetzt hier nochmal und Sie haben uns die Rebirth-Kapseln mitgebracht. Rebirth, also das ist sozusagen die... Wir haben auch ein paar Resultate, die wir auch zeigen können. Müssen wir unbedingt zeigen. Vorher und nachher. Was ist denn, wenn man so Nägel hat, die sich auch so spalten und sowas? Das ist alles... Ich gehe dann mal mit hier zum Boot. Sabine, tausend Dank erstmal. Bleiben Sie noch einen Moment. Sind im Fernsehen, Dagmar. Das ist mir egal gerade. Es geht um meine Haare. Ja, aber das ist die richtige Einstellung. Und zack, hast du die schönste Locke der Welt. Das heißt, mit Haarspray wird es noch wirklich eine feste Locke. Und wow. Da kann ich... Das muss ich auch noch haben. Das ist wirklich toll. Vor allen Dingen, weil man leichte so Surferwellen machen kann. Beach man Waves, kann genau. Richtige Locken machen. Und das auf eine sehr, sehr leichte Art und Weise. Und zeigen, wie es dann angewendet wird. So, das lasse ich dir da, damit ich das nicht einsaue. So, wir haben nämlich hier die Ariana. Oder Ariane. Siehst du, habe ich doch endlich mal richtig, die Ariana. Ich sage nämlich sonst immer Ariane. Nein, unsere Ariana, die jetzt komplett ungeschminkt hier sitzt. Ganz also klar. Gar nichts hat. So, und es sieht nicht maskenhaft aus. Es sieht nicht aus, als würde etwas auf der Haut liegen. Die Haut kommt noch zum Strahlen. Aber trotzdem ist es jetzt auch nicht glänzend oder aber fettig. Es sieht auch vor allen Dingen direkt, ich stehe jetzt daneben, habe es vorher gesehen, gleichmäßiger aus. Der ganze Teint ist so insgesamt, wirkt er dann tatsächlich total wie weich gezeichnet. Aber Sie sehen nicht, dass sie Make-up drauf hat. Das finde ich immer ganz wichtig. Nichts ist ja schlimmer, als wenn man das so dick sieht. Genau, richtig. Und vor allem, das war jetzt kein Hexenwerk. Ne? Das geht super schnell. Der Pinsel ist easy. Ein ganz weicher Pinsel ist das. Es gibt ein Schwämmchen mit dazu für Touch-Ups, für unterwegs. Da ist ein Spiegel mit drin, den kann man ganz leicht, also die Foundation kann man super leicht mit in die Handtasche packen, weil da kann nichts auslaufen, da kann nichts daneben gehen. Ich verblasse das wieder und deswegen sind natürlich zwei Farben, mit denen man ein bisschen mischen kann.
aussehen kann, optimal. Ja, ja, absolut. So, jetzt würden wir natürlich auch gerne die Augen noch ein bisschen hervor. Absolut, so ein braunes, bronzenes Smoky Eyes Haupt. Grünes strahlt und ein braunes wird so schön weich mit diesen so Farben. Ne? Mit so einem braunen Auge, ja. Also das finde ich ganz, ganz toll von den Farben her. Ja, das ist so, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir noch ein, ja, wie kann man das, also ein Highlighter. Liquid Light Illuminizing Highlight Duo. Die Namen sind ja immer, aber ein bisschen, ich wollte das gerne noch übersetzen. Highlighter. Lebendig leuchten, ja, ohne dass man ausschaut, als ob es angemalt ist. Alexandra, Sie machen das auch immer, ne? Highlighter immer. Und bei mir ist es so, am liebsten Creme und Puder-Highlighter. Haben Sie auch jetzt drauf? Man ja, beides gar nicht. Nelly. Und trotzdem Creme ist es, ne? Puder. Das ist das, was du damit gebracht hast. Ja, da habe ich was ganz Interessantes, ja, Innovatives mitgebracht. Und zwar ist das unsere Alternative zum Translucent Powder. Aha. Weil das hinterlässt ja oft eben diese weißen Stellen. Ich kann das kaum erwarten. Das ist ein Porenminimierer. Ein Porenminimierer. So, darf ich mit den Fingern oder machst du es mit dem Schwämmchen? Das ist jetzt, du kannst gerne mit den Fingern reingehen. Es ist, ja, es minimiert Poren. Es lässt keine Linien verschwinden, aber vor allem mattiert es. Und eigentlich geht das will es, ich haben. Genau, in tupfenden Bewegungen. Man kann halt mal mit dem Finger drüber gehen. Das heißt, das Schwämmchen ist dabei, ne? Das Schwämmchen ist dabei. Das dank den drei Ecken ist das eben auch, und immer tupfen, auch auf dem Gesicht tupfen. Das ist wichtig. Immer schön tupfen, weil unten drunter unsere Base, das Make-up. Ach, du machst das über das Make-up drüber. Gerne auch ohne Make-up, okay, aber vor allen Dingen über das Make-up drüber mattiert das, ohne entweder so einen weißen Schleier zu hinterlassen, abzumattieren. Dann hat man so eine Schicht und die Falten wirken zehnmal mehr. Es wird immer tiefer mit dem Farbstoff. Also für alle, die kein Make-up haben wollen, für alle, die matt trotzdem sein wollen. Ja, alle. Ja, aber wir kommen nicht mehr dran. Das ist mega. Nimm mal das. Gibt uns das nicht mehr. Und ein frisches Teil. Also die Farben. Was nehmen Sie? Ich habe jetzt genau das, was Ariana auch drauf hat, nämlich diesen Rosenholz. Ja. Der ist aber schön. Ja, das ist super alltagstauglich. Und aber für alle, die so ein bisschen Schiss haben vor dunkle Farben, komm mal her kurz, darf ich? Ja, ja. So. Einfach auf die Lippenmitte tupfen, gerade auch zu dem Rosewood. Ich liebe ja auch immer diese leichten Ombre-Lips, finde ich eine super schöne Möglichkeit, eben auch ganz zart eben dunkle Farben zu spielen. Und da kann das man sieht aber auch wieder, also da haben wir doch wieder Tricks heute gelernt, oder? Da habe ich noch einen sauberen Finger, das ist der Mittelfinger. Also nur mit dem sauberen Finger. Natürlich. Und dann, ich mache jetzt den dunkelsten Farbton drauf. Das, was das kann man so sehr schön tragen, ja. Und das kannst du ganz soft auftopfen. Das wird gleich, da soll ich nicht lachen, wissen Sie? Das, ich kann jetzt nicht. Du kannst jetzt. Aber Make-up soll Spaß machen, also das ist genau richtig. Muss gleich aufhören, na super. Und da kann man das Lippenherz eben auch schön rausarbeiten, ohne dass das... Gleich habe ich alles an Zähnen, weil ich... Ja, das hatte ich eben auch, das Gefühl, dass ich so ein bisschen beim Lachen... Also, das ist, Aloha. Ich habe erst gedacht, das wäre was ganz anderes. Ist es gar nicht. Da werden die, aus den Blüten werden die Aloha-Kränze geflochten. Richtig. Und das mit Kokosnuss. Sind Sie schon in der Südsee angekommen, auf Hawaii? Ich schon den ganzen Tag. Ich auch. Uhr heute Nacht. Sie sehen auch schon so aus. Sie sehen aus wie das Meer. Ich dachte mir heute mal hellblau, passt so schön zu unserem Set. Blau, die Farbe des Wassers, und unsere Gele sind ja auch als Basis das Wasser. Als Frau ist man ja pfiffig heutzutage, ne, wenn man hier sitzt. Ah, gleich um die Ecke. Cindy, vielen Dank für und die tollen Kleider. Wir haben eben gesagt, das gibt es doch gar nicht. Da kommt die Sabine wieder um die Ecke, wieder in diesem tollen Kleid. Und dann haben wir gesagt, wie viel hast du? Da sagt sie, mindestens 8. Richtig, 9 oder 10. Aber dann kann ich nichts sehen. Da wird dir schon geholfen, Dagmar. Ja, hier werden Sie geholfen. Das Aloe Vera Gel auftragen und mal einziehen lassen und wirken lassen. Tolle Unterstützung. Du hast doch gar nicht. Das mache ich vorhin schon. Ja, vorhin. Bitte? Eigentlich habe ich mit 20 Zeit, ab 30. Ja, ich. Ja, das ist dann die Vorbeugung. Aber allen, Sie können es gut mit Ihrer Pflege kombinieren. Ganz leicht. Es reicht eigentlich, wenn man überall drankommt. Aber man kann natürlich noch mal leicht weiter verreiben. Wir sehen es vielleicht jetzt auch gleich noch mal bei Masako. Und das schöne ist eben das Konsistenz, schöne, schöne Darbietung, weil oft sagt man an denen, das ist gar nichts für mich. Aber dieses Porenverfeinernde, das wird explizit auch in der Beschreibung noch mal herausgestellt. Genau. Eine schöne Make-up-Unterlage geht natürlich auch, wenn Sie Bare Minerals nehmen. Auf jeden Fall. Ja, also ich habe jetzt der Masako zum Beispiel. Schrank.
Nein. Und wenn ich dann abends ins Bett gehe, morgens, ich bin ja die Nachteule, dann nehme ich diese kalten Laken und die kalten Tücher und das ist so richtig schön kalt. Und es ist super angenehm. Hey. Probier's mal. Das ist aber echt ein cooler Tipp. Mein Beauty-Tipp. Der Beauty-Tipp für Juli sitzt neben mir. Sehr gerne in diesem Monat fast gewesen. Also heute ja leider zum letzten Mal. Aber nichtsdestotrotz, am Donnerstag, jetzt am 2. August, haben wir noch Tagesangebot. Da freue ich mich natürlich auch, wenn Sie alle zu Hause mit dabei sind. Aber heute geht es erstmal um Grapefruit und Ingwer. Das ist super, Aromatherapie, ne? Das ist hundertprozentige Feuchtigkeit und es gibt keine andere Formulation in der Hautpflege, die so viel Feuchtigkeit bietet. Schon ist es weg. 500 Milliliter, das ist die Salongröße, vielen Dank. Das ist auch kühlend, oder? Es ist kühlend, es ist sehr erfrischend, es ist vor allem stimulierend. Für die Herren nach der Rasur perfekt, das bleibt nicht an den Monaten. Unsere Haut leidet gerade in der Sommerzeit viel unter Feuchtigkeit, Verlust unter Feuchtigkeit. Also die Steffi müsste jetzt das Kleid ausziehen, wenn sie die nächste Runde auflegt. Da fehlt Bäuchlein und Dekolleté noch, oder? Den Rest haben wir schon gekremt. Aber es war toll, weil das wirklich, also ich habe das gemerkt, das ist sofort erfrischend. Wieder eingebaut. Anhaltend erfrischend. Ja, genau. Ne? Merke ich auch bei den Beinen, jetzt tut es wirklich gut. Ne? Ja, also bei den Beinen. Tja, dann müssen wir noch mal ich reden. Schon. Auf der Poolnudel. Das ist mein Platz. Also das haben wir auch geklärt. Gut, richtig. Also wie gesagt, kein Nach. Sie ist strahlender. Und ich finde, eine strahlende, frische Haut sieht schön, auch im Endeffekt jünger aus. Und hier ist auch wirklich dank des Gels. Und ganz ehrlich, man hat so das Gefühl, der Ventilator dass eingebaut. Die Beine immer dicker werden, das ist oder? So angenehm. Ja. Vielen Dank. Gib mal noch eine Runde. Wir geben noch eine Runde aus. Das ist natürlich das Schöne. Packen Sie das auf Ihre Beine. Ich bin ja sowieso.